Ja, hallo. Herzlich willkommen zum nächsten Teil von meinem Leben. Und ja, wie letztens schon gesagt, bin ich jetzt in Rostock und bin damals mit meinem ersten Freund hierher gezogen und wir sind gleich zusammengezogen. Und ja, um ein gemeinsames Leben im Prinzip aufzubauen, ne? Ja, das ging. Ich bin natürlich arbeitslos gewesen in Rostock am Anfang. Wir haben im letzten Drücker noch eine Wohnung gefunden. Das hat funktioniert. Und ja, ich musste natürlich dann nachher eine Maßnahme machen, weil ich ja vermittelbar bin in der Gastronomie. Das gilt, in Deutschland war da ja dieses Paradoxon, wenn du eine Ausbildung hast, ja, und dann bist du auch nicht irgendwie durch ein ärztliches Attest, den nicht belegt wird, dass du das nicht weiter ausüben kannst, dann bist du immer vermittelbar und dann wirst du auch nur in dieser Sparte vermittelt. Aber wenn du jemand bist, der schon 3, 4, 5, 6 Ausbildungen abgebrochen hat und nie einen Beruf zu Ende gemacht hat, kannst du immer und immer wieder alles beantragen und wechseln und hast nicht gesehen. Ne? Auch wenn du die Ausbildung bis eine Woche vor der Abschlussprüfung machst du, ne? Also das ist schon ein bisschen verrückt gewesen. Und damals, ich bin in meinen Augen, ist das so, man kann mit 16 nicht wissen, was man bis 60 arbeiten will. Ne? Also deswegen hätte man das vielleicht ein bisschen menschenfreundlicher machen können, für meinen Geschmack. Aber naja, ist eine andere Geschichte. Na, jedenfalls musste ich dann auch in Maßnahmen mitmachen und ja. Das heißt, ja, ich auf die Jörg Büchner musste ich. Das heißt, man hat so ein bisschen Theorie, da bla bla gemacht übers Amt und die Jörg Büchner ist ja irgendwann untergegangen vor Polen da, weil die wahrscheinlich verschrottet werden sollte, warum auch immer. Das ist ja jedem selbst überlassen. Das ist so ein Schulschiff gewesen und da habe ich, wie gesagt, eine ganz normale Maßnahme gemacht. Am Ende einer Maßnahme muss man meistens immer ein Praktikum in irgendeinem Etablissement machen. Ja, je nachdem, wo man es bekommt dann, ne? Aber ich habe das dann so gehandhabt, dass ich mich nicht für eine Restauranteinrichtung entschieden habe, sondern ich habe mich für Zahntechnik entschieden. Ja, weil ich hatte eine Zeit lang ein bisschen recherchiert und geguckt, was mir liegen könnte. Ich wollte auf jeden Fall was Handwerkliches machen. Und irgendwie kam ich nachher auf Zahntechnik. Wie genau, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber so habe ich dann versucht, ein Praktikum als Zahntechniker zu kriegen. Und ich muss sagen, ich hab einen gefunden. Ja, das war bei Engler hießen die. Genau, Engler in der Schwanner Landstraße. Ich glaube 176, keine Ahnung mehr, wo das war. Ist auch scheißegal. Und da habe ich dann ein Praktikum eine Zeit lang gemacht. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange. 3 Monate. Mega lange, gefühlt zumindest. Und habe ich dann wohl so gut gemacht, weil ich mochte das auch irgendwie, ne? Und habe das natürlich so gut gemacht, dass ich nachher meine Ausbildung auch anfangen könnte. Also eine zweite Ausbildung. Ja, der Nachteil bei der ganzen Geschichte ist natürlich, ich habe natürlich nur 175 Euro im ersten Lehrjahr bekommen. Mein damaliger Freund hatte auch in der Ausbildung auch nicht viel Geld. Also wir sind mit BAB und hast du nicht gesehen, gerade so über die Runden gekommen. Also ich kann mich nicht entsinnen, irgendwann mal viel Geld besessen zu haben. Aber ich muss sagen, zur damaligen Zeit war das aber völlig in Ordnung. Ich bin mit ihm klargekommen. Wir haben beide super zusammen gelebt, auch wenn wir uns nicht alles leisten konnten. Er war so ein bisschen der Knausrigere von uns beiden und hat mich auch so ein bisschen dazu gebracht, dieses Sparen und vielleicht auch so ein bisschen den Umgang mit Geld zu lernen. Ne? Weil sonst war ich immer allein auf mich gestellt und hatte da irgendwie auch keinen, an den ich mich da wenden konnte. Aber so hat das andere mit sich gebracht, so, ne? Ja, mit ihm war ich dann 7 Jahre zusammen, ne? Und genau, dann irgendwie, wie gesagt, dann bin ich von der Zahntechnik. Irgendwann gab es dann Disput mit dem ja, Chef oder wie auch immer. Will ich nicht weiter ins Detail gehen, lohnt sich auch nicht. Und dass ich dann irgendwann automatisch in meiner Ausbildung im Wechsel vom ersten zum zweiten Lehrjahr das Unternehmen gewechselt habe. Genau. Das heißt, bin zum Beginn des zweiten Lehrjahrs woanders angefangen. Und das war dann bei Trentental in Warnemünde, wo ich dann auch Thomas Hausrat kennengelernt habe, ne?
Ja. Genau. Und ja, und irgendwie ging das auch so, ja, genau. Und da habe ich denn, wie war denn das genau? Muss ich jetzt mal genau überlegen, weil jetzt muss ich ein bisschen mehr ins Detail gehen, aus dem Grund, weil da für mich dann so ein Wendepunkt kam, das muss 2013 irgendwie gewesen sein, so in dem Dreh, weil dass ich da irgendwie mit meinem damaligen Freund, mit dem ich 7 Jahre zusammen war, irgendwann mal eine kurze Zeit auseinander war und wieder zusammen. Aber dass das die Phasen war, wo ich nachher irgendwann anfing, mit dem Schreiben. Ja, ich hab irgendwie gemerkt oder gelernt, wie auch immer, dass das Schreiben irgendwie, dass es mir liegt. Ja. Das wusste ich nicht. Also, naja, wie soll ich sagen? Also, ich habe ab und zu mal, wenn ich als Kellner gearbeitet habe, habe ich mir auf dem Zettel irgendwie nur so kurze, blöde Reime. Ich weiß nicht, fällt mir jetzt irgendwas ein? Ich falle tief, ich falle schnell. Irgendwie mit dem Kopf in den Mülleimer. Irgendwie, aber als Reim halt hatte ich das irgendwie verfasst. Irgendwie solche, einfach nur so kurz zwischendurch, ohne mir großartig Gedanken zu machen. Ne? Wusste aber auch nicht, was das für mich bedeutet eigentlich. Ne? Weil Gedichte haben mich nie so interessiert, in der Schulzeit schon gar nicht. Wenn ich irgendwas auswendig lernen musste, habe ich das gehasst. Das mag ich heute immer noch nicht. Ne? Deswegen kann ich auch kaum eins meiner Gedichte, eigentlich fast keins aus dem Kopf von mir. Ne? Na, jedenfalls, wie gesagt, habe ich dann das Schreiben angefangen, um das auch zu verarbeiten. Mein erstes Gedicht hieß G. Das war im Prinzip der Buchstabe von meinem damaligen Freund, der erste Buchstabe von seinem Namen. Ne? Und dann kam immer weiter. Und dann, ich bin ja, hatte damals noch keinen Führerschein und bin dann auch immer mit der Bahn gefahren und habe natürlich die Zeit dann immer genutzt. Ich hatte mir noch ein schönes Buch gekauft mit leeren Seiten und so mit einem Gummiband, um das dann das Cover so, also dieses, damit das zusammenbleibt im Prinzip so, musstest du mal wegmachen, dann konntest du es aufklappen und dann habe ich immer irgendwie Ideen gesammelt und Anreize. Ich habe die Leute beobachtet, ich habe rausgeguckt, ich habe meine Gedanken bin ich durchgegangen. Alles, was mir so in den letzten Jahren davor, was mir so aufgefallen war und mich auch irgendwie unterschwellig belastet hat in irgendeiner Form. Ne? Das habe ich im Prinzip dann gelernt, in Worte zu fassen, in Sätze und in Texte. Genau, und das habe ich dann, da habe ich dann, bin ich dann sowas von auf den Geschmack gekommen und habe dann rumexperimentiert, Sachen ausprobiert und immer so weiter. Und ja, weiß auch nicht. Und das ging so weit. Ja, und dadurch bin ich auch mit, habe ich dann auch, weil ich ja bei Thomas dann irgendwann in dem Laden angefangen hatte, eine Grundlage gehabt, mit dem ich, worüber ich mit ihm dann reden konnte auch, ne? Also, weil er schon oft mit, also Thomas, ne, schon oft mit Texten sich da auseinandergesetzt hatte in seiner jüngeren Zeit. Und ich habe ihm dann von mir was zu lesen gegeben, ja, und er fand das halt auch faszinierend, was ich geschrieben habe, aber wie ich das geschrieben habe. Und er hat natürlich den 1:1 Kontakt zu mir gehabt und ich konnte ihm auch gewisse Sachen auch erklären und deutlich machen, wie und warum ich was geschrieben habe mit dieser Wortwahl, auch wenn es augenscheinlich nicht zusammenpasste. Von temporär zum Beispiel oder Vergangenheit und Zukunft oder so, die ganzen Geschichten oder Wörter, die man, ich habe ja auch Wörter anders benutzt. Ja, und oder neu gebildet und solche Geschichten, da habe ich mich halt sehr ausprobiert auch, ne? Und jedenfalls hatte ich da meinen, kann man schon so sagen, meinen ersten Fan diesbezüglich, ja. Und in dem Rahmen dieses Schreibens, unabhängig davon, ob ich jetzt wieder mit meinem Ex damals zusammengekommen bin oder nicht, das spielt jetzt auch irgendwie keine Rolle. Er war halt so ein Auslöser dafür, damit es weitergeht, ne? Und deswegen fing ich nachher mit dem, habe ich das Schreiben weiter ausgebaut und das ging nachher so weit, dass ich mit einer Webseite angefangen habe. Ne? Hab dann rumrecherchiert und habe so dieses, wie soll ich sagen, dieses digitale Arbeiten angefangen. Ich habe mir dann illegal Photoshop und sowas organisiert. Weil ich muss dazu sagen, ich habe mich nebenbei immer schon gerne für Computer interessiert. Also ich habe mein erster Rechner, den habe ich mit 14 bekommen von meinem Jugendweihegeld. Den habe ich, naja, durchforstet kann man nicht sagen. Also ich habe programmieren habe ich nie gelernt, so, ne? Aber ich habe Windows gelöscht, Windows installiert, ich habe in der Registrierung hergepult, ich habe hier gemacht, da was ausversucht. Also ich habe immer Learning by Doing, war so mein Grundprinzip. Ich habe Sachen ausprobiert, alles durch das Ausprobieren habe ich gelernt.
Mit immer, bei allem, also mit immer, bei allem und immer. Ne? Und das habe ich heute noch. Also ich durch Ausprobieren entdecke ich und lerne Neues. Das durchzieht sich heute noch und wird auch, glaube ich, bis an den Rest meines Lebens so sein. Dadurch habe ich mir auch Sachen selber angeeignet. Also wie mache ich eine, baue ich eine Webseite? Worauf muss ich da achten? Sicherlich auch mit Einflüssen von anderen, so, weil, ne? Aber das ist eher nebenrangig, ne? Und ich hatte da ja auch nicht so viel das Internet. Also das habe ich auch später entdeckt, das Internet erst. Ne? Aber so an sich, so, ja, ich habe Musik gesammelt und hast du nicht gesehen. Also ich hatte auch, ja, so von über CDs, die dann auf dem Rechner kopiert, weil ich das alles digital haben wollte irgendwie, ne? Aber wie gesagt, wir sind im Laufe des Lebens ja ein, zwei Platten verloren gegangen. Oder auch kaputt und dementsprechend sind die ganzen Daten natürlich alle weg, ne? Es waren einige Gigabyte, aber naja, ist halt nun mal so, ne? Finde ich jetzt auch nicht schlimm im Nachhinein, weil nichts bleibt für die Ewigkeit, ne? Außer Gedanken in einem Lebenszyklus. Na, ist auch egal. Das heißt, ja. Und natürlich habe ich mich dann so auch weiterentwickelt, auch digital und habe das gelernt, wie man irgendwas macht, auch. Wie gesagt, die Webseite, und habe meine MGs Wortkunst Webseite war das erste, was ich gebaut habe. Ne? Dann ging es natürlich darum, dass ich Bilder brauchte. Ja? Dann habe ich mir nachher Bilder gesucht. Von, natürlich immer von Fremden, weil ich selber noch keine produziert hatte. Ne? Ich habe mir die dann irgendwie benutzt, alles, was so passend war, habe immer alles gefunden, was ich vom Gefühl gebraucht habe. Also sicherlich habe ich ein, zwei Punkte gehabt, wo ich gesagt habe, irgendwie kein richtiges Bild, das passt irgendwie nicht so richtig. Ne? Aber es hat trotzdem immer irgendwie funktioniert, ne? Also das ging nachher so weit, dass ich nachher eigene Lieder komponiert habe. Also, naja, nicht komponiert, also zusammengestellt. Also ich habe aus Samples habe ich Lieder gebaut. Ja, so kann man das vereinfacht ausdrücken. Das war so, weil ich alles, was ich machen will oder wollte, gerade so digital, da habe ich mich dann belesen, informiert. Irgendwann kam das Internet dazu, da war das ja viel einfacher und habe ich dann alles in Erfahrung bringen können. Ich habe mir auch Software, ich habe herausgefunden, wie man Software illegal sich runterladen kann. Oder dementsprechend, so habe ich das damals genutzt. Ne? Also sieht natürlich heute anders aus, aber trotzdem, so habe ich angefangen, ja. Und so kam eins zum anderen. Dann habe ich, wie gesagt, meine erste Webseite gebaut und habe alles sowas für die Optik halt, also visualisiert im Prinzip. Alles. Die Texte waren die Grundlage, da habe ich halt nur schwarz auf weiß alles erschaffen in irgendeiner Form. Mit mega viel, also Tiefe würde ich schon mal behaupten, also vieles morbid, wie auch immer, habe es aber nachher visualisiert. Also zwar nicht morbid, weil ich weiß, es schreckt einige Menschen ab, aber alles, was für den in Anführungsstrichen normalen Menschen normal wirkt, das habe ich denn so versucht zu visualisieren, ob in der Webseite, damit das halt ein bisschen attraktiver alles aussieht. Also da fing das Visualisieren im Prinzip an. Ja, und ich wollte auch meine Texte irgendwie schön darstellen und für die Öffentlichkeit zur Verfügung machen. Ne? Eine viele Reaktion habe ich nie drauf gekriegt. Das ging nachher so weit, dass ich auch mit Videos angefangen habe. Das heißt, könnt ihr ja auf meinem YouTube-Kanal sehen, könnt ihr ja hier sehen. Das, was ich gemacht habe, das ist alles im Prinzip mit der Grundlage meiner geschriebenen Texte und meiner Erfahrung im Leben. Ne? Und so habe ich halt im Prinzip meine MGs Wortkunstwelt erschaffen. Ja? Diese ganzen, ja, im Prinzip habe ich angefangen mit den Bildvideos, habe mir Bilder gesammelt und meine Texte draufgeschrieben, habe versucht, die Übergänge irgendwie irgendwas Schönes zu machen, mit der Musik schön darzustellen, ansprechend zu machen. Und so habe ich visualisiert, so fing ich an, ja. Genau, und das ging dann, wie gesagt, so weit, dass ich Musik selber gesampelt, also Samples zusammengestellt habe. Und das hat dann irgendwann aufgehört. Und dementsprechend liegt jetzt mein YouTube-Account seit 8 Jahren brach und da passiert irgendwie nichts mehr. Ne? Ja, und heute sitze ich hier und mache einen Podcast. Ne? Aber in der Zeit zwischen diesem Podcast und der Visualisierung dieser Videos ist ja Unmengen, sind ja 8 Jahre vergangen. Ne? Und in 8 Jahren, da habe ich mich ja mega weiterentwickelt, also im Sinne von diesem Visualisieren, also weil ich ja Thomas kennengelernt habe und man natürlich einen Draht hatte wegen diesen Texten alleine schon, haben wir natürlich auch Ideen entwickelt, wie man Bild, weil er fotografierte schon seit
Kindheit an, hat Landschaftsfotografie gemacht. Wie kann man das mit der Fotografie verknüpfen? Wie kann man die Texte mit der Fotografie verknüpfen? Und das ist ja das im Prinzip, so wie es ging, ging es weiter, ja. Und so kam eins zum anderen. Wir sind zusammen auf Tour gegangen, haben Horrorshooting mit meiner Mutter gemacht und das könnt ihr übrigens genau hören in dem Podcast von Foto Atomar. Das ist ja meine Firma, die ich jetzt mittlerweile habe mit ihm zusammen und in der wir dann euch genau erklären, wie es dazu kam aus der Foto Atomar Sicht. Also das hier ist jetzt meine eigene persönliche Sicht, deswegen schneide ich das nur kurz an, nur damit ihr versteht. Also, und genau, wir haben halt einen Weg zusammengefunden, das zu visualisieren. Und so bin ich halt auch zu der Fotografie gekommen. Ja? Weil ich auch selber, weil ich gemerkt habe, was das für ein Potenzial eigentlich hat. Also ich muss dazu sagen, ich habe früher auch schon mal fotografiert. Ja? Das war mit dieser blöden kleinen Kamera, die habe ich heute übrigens noch, also nicht blöd, aber mit dieser kleinen Kamera, die ich von meiner Oma gekriegt habe, die mit diesem Rädchen, wo man den Film vorspult, damit man nächstes Bild machen kann, wo ein integrierter, so eine Kompaktkamera im Prinzip, wo ein integrierter Blitz war. Wenn du den Hebel angemacht hast, hast du diesen Pfeifton gehört, wie dieser Blitz lädt. Ja. Aber das war für mich wahrscheinlich nicht zeitgemäß. Deswegen habe ich das ganz schnell gelassen, dieses mit dem Entwickeln und so, dieses Entwickeln lassen, da habe ich auch keinen Anreiz gehabt, da mich weiter damit zu befassen. Ne? Jetzt, wo ich den Weg der digitalen Fotografie natürlich habe, das ist scheint meine Zeit zu sein, ja, weil das ist jetzt was ganz anderes, ja. Damit, was ich in den letzten 8 Jahren für eine Entwicklung gemacht habe, diesbezüglich, ja, kreativ gesehen, im Prinzip ist das, was ich auch mein ganzes Leben lang gesucht habe. Ich wusste es nicht, aber ich wollte immer irgendwas machen. Also ich habe es immer bereut, warum hat mich meine Mutter nie auf die Musikschule geschickt, dass ich ein Instrument spielen kann oder irgendetwas. Warum habe ich nicht früher mit Schreiben angefangen? Solche Geschichten. Aber das ging auch nicht, weil wahrscheinlich ist meine Kunst einfach die digitale Kunst. Ja, und es muss ja Zeit vergangen. Also als Kind hätte ich das nicht machen können, weil es die Technik einfach nicht gab. Ja. Jetzt bin ich soweit, jetzt gibt es die Technik, jetzt gibt es die Mittel, jetzt kann ich auch meine Kunst erschaffen. Ja. Deswegen wäre das früher überhaupt nicht möglich gewesen. Deswegen musste ich diesen Weg erstmal gehen. Ja. So gut, wie es mit Foto Atomar sich entwickelt hat, das wisst ihr vielleicht schon oder ich weiß es nicht. Oder ihr hört einfach die Podcast von Foto Atomar. Ich kann euch das verlinken. Und dann könnt ihr da auch erfahren, wie es da weitergeht im Einzelnen. Ne? Und jetzt geht es hier um mein privates Leben im Prinzip. Ja, jetzt ist der Stand so, ich habe dann irgendwann, als ich bei Trend noch gearbeitet habe, in diesem Zahntechniker-Labor, habe ich dann irgendwann irgendwann ging das so weit, dass ich dort gekündigt wurde. Ja, Thomas musste dann auch irgendwie gehen im gleichen Atemzug oder weil er wahrscheinlich sich dort zu doll aufgeregt hat, wie auch immer. Und er fand es einfach ungerechtfertigt, warum ich da gekündigt wäre, obwohl ich arbeitstechnisch, also von der Filigranität und von der Erschaffung her viel ordentlicher gearbeitet habe und sauberere Produkte geschaffen habe, also Prothesen, ne? Als manch anderer dort. Aber ich musste gehen und das fand er halt unfair und deswegen hat er sich wahrscheinlich auch aufgeregt und ist laut geworden, ne? Hat so manche Sachen durch die Gegend geschmissen, aber ist egal, deswegen mussten wir wahrscheinlich beide gehen. Ne? Genau, Thomas hat im Prinzip seinen Weg dann weitergemacht. Das ist natürlich mit, wir hatten immer ständig permanent Kontakt, ja. Ich bin dann danach, bin ich als Laseroperator unterwegs gewesen, weil für mich hat sich rausgestellt, dass die Zahntechnik einfach du verdienst zu wenig Geld für das, was du leisten musst. Ja, auch so, das funktioniert in meinen Augen einfach nicht. Deswegen habe ich auch nicht mehr weiter mich damit beschäftigt und danach Ausschau gehalten, in der Zahntechnik irgendwie Fuß zu fassen. Obwohl der Job wirklich ein wunderschöner Beruf ist. Du arbeitest mit verschiedensten Materialien, mit Gold und auch unedlen Metallen und mit Legierungen, wie auch immer. Das ist, oder mit Kunststoff. Ne? Also, es ist wirklich ein schöner Beruf. Ich habe da Sachen gemacht, teilweise, ne? Aber Schmuck und so eine Geschichten kannst du auch alles machen, ne? Wenn man ein bisschen kreativ ist. Ne? Aber naja, es sollte einfach nicht sein. So kam ich dann zu Limab. Das ist im Prinzip eine Laser-Operator-Firma gewesen, bei der ich auch nur ein Jahr gewesen war, weil ich da auch mich auch mit einer Person nicht so gut verstanden habe. Warum auch immer, ich war einfach überhaupt nicht auf der gleichen Wellenlänge wie sie.
Und ja, das war für mich dann auch der Grund, warum ich da gegangen bin und ich das nicht mehr länger ertragen konnte. Ich habe da für mich einfach einen Entschluss gezogen, ich will da weg und bin dann irgendwann zu DOT. Also das ist so, DOT kannte ich aber auch schon durch die Zahntechnik, ne? Weil es gibt gewisse Prothesenanteile, die kann man, die sind aus Metall und die kann man vergolden lassen. Also die sehen optisch aus wie Gold, sind aber keins, ne? Weil Gold würde auch viel schwerer sein. Aber einfach nur fürs Auge. Und das haben wir dann bei DOT gemacht. Und deswegen kannten wir DOT, oder ich auch, und Thomas ja auch. Und er hat nach Trent zum Beispiel direkt dort angefangen. Und ich bin dann über Lima dahin gekommen. Und dann hatten wir wieder im Prinzip in gewisser Hinsicht indirekt wieder zusammengearbeitet. Ja, und irgendwann kam das dann auch so weit, dass ich dann meinen jetzigen Mann kennengelernt habe. Das ging ja irgendwann so weit, dass wir dann zusammengezogen sind und er mich aus Dürkow rausgeholt hat, weil ich ja in Dürkow damals gewohnt habe, nach der Trennung mit meinem damaligen Ex. Und dann sind wir zusammen, ja, nach Saarlouis gezogen. Er hatte irgendwann auch sein Coming Out dann und ist dann sind wir zusammen in ein Haus hinter Tessin. Genau. Hätte ich mir niemals träumen lassen, dass ich irgendwann mal ein Besitzer eines Hauses bin, weil ich so niemals gedacht habe, aber das Leben spielte jetzt im Augenblick nur positiv für mich. Und deswegen das, was ich am Anfang gesagt habe, das hätte mich meine Mutter gefragt vor meiner Geburt, ob ich auf diese Welt komme, hätte ich mit Nein geantwortet. War ich bis, ja, ich sag mal, bis vor meinem Ex war ich hundertprozentig der Meinung, auch bis teilweise in dieser Beziehung mit meinem Ex war ich da weit immer noch so. Aber jetzt würde ich komplett mit Ja antworten. Also würde ich auf jeden Fall wieder dieses Leben nochmal machen wollen. Weil man dadurch, durch die jetzigen Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe, ja, das Leben viel wertvoller geworden ist. Also ich möchte es nicht mehr missen, ne, weil ich jetzt auch viel mehr weiß, vom Kopf her auch alleine. Wenn ich nehme schon lange keine Drogen mehr, da habe ich jetzt auch seit 25, seitdem ich 25 war, nichts mehr angepackt. Auch gut, ab und zu mal so ein paar Space Cookies. Gut, das ist aber, denke ich mal, verkraftbar. Ob ich nur eine Flasche Bier trinke oder mal ein Space Cookie esse, finde ich nicht weiter schlimm. Ich mag den Alkohol ja auch nicht so. Diesen Rausch des Alkohols zum Beispiel finde ich auch nicht so schön. Also deswegen, ab und zu habe ich noch mal ein Space Cookie in der Hand, ne? Und esse ihn dann auch, ne? Aber das ist eine andere Geschichte. Ne, und wie gesagt, also ich möchte jetzt auf jeden Fall, genieße ich jetzt mein Leben, so wie es ist. Und auch mit Fotoatomar. Und ich bin gerade an einem Punkt, wo ich sage, das ist perfekt. Es ist wirklich alles perfekt, bis auf, ich mache Fotoatomar leider immer noch nebenberuflich. Ja. Und DOT ist mein Hauptberuf. Und das möchte ich gerne, dass es anders ist. Ja. Und ich denke, es wird nicht mehr lange dauern. Wir haben heute den 31.08. Und man merkt, es wandelt sich alles. Im Prinzip das, was ich wahrscheinlich schon immer gespürt habe in mir, warum meine Texte so sind, wie sie sind, dass ich es so geschrieben habe, fußt alles auf diese alte Welt. Also wir sind jetzt an einem Wandel. Ich weiß nicht. Ich versuche es mal zu beschreiben, damit man in ein paar Jahren das auch immer noch nachvollziehen kann. Sind wir jetzt an einem Wandel, wo wirklich, ich sag mal, die alte Welt, dieses Konstrukt, in dem sämtliche Ego-Schienen gefahren werden und Mangel erzeugt wurden, dieses Konstrukt verschwindet jetzt. Wie spielt jetzt auch keine Rolle? Da möchte ich auch nicht weiter darauf eingehen, weil das würde sämtlichen Rahmen sprengen, ja. Und ich freue mich gerade sehr darüber, dass eine neue Welt auf uns zukommt, also eine positive Welt, wo dieses alles, was mich all die Jahrzehnte belastet hat, warum ich so solche Texte verfasst habe und das, was ich immer gesehen habe, was die Menschen eigentlich Schlechtes sind und auch immer gedacht habe, dass Menschen schlecht sind, wird jetzt verschwinden. Gleichzeitig habe ich natürlich gelernt, dass das Leben nicht nur in einer dreidimensionalen Welt existiert, ne? Aber da möchte ich jetzt im Augenblick nicht drauf eingehen. Das würde ich gerne in so einem eigenen Bereich machen. Also das ist jetzt das, worum es eigentlich geht. Also warum ich überhaupt den Podcast angefangen habe. Ja?
Deswegen möchte ich jetzt hier erstmal aufhören und so gesehen erstmal, jetzt wisst ihr, wie mein Leben ist bis zum heutigen Stand, halt kurz zusammengefasst. Ja, ich kann nicht auf jedes Detail eingehen, ne? Aber das sind so gewisse Sachen, die müsst ihr vorher wissen, damit das einigermaßen verständlich vielleicht wird, ja? Das, was noch kommen wird. Denn das, ich hoffe, ich kann es in irgendeiner Weise in Worte beschreiben, mit Worte beschreiben, damit ihr es nachvollziehen könnt. Weil ich muss, mir geht es einfach nur darum, dass ich vielleicht in Zukunft da draußen, der da dieses hier hört, ja, jemanden finde, der das Ähnliche erlebt. Ja, genau, der das ähnlich erlebt, so wie ich es erlebe. Diese Welt im Prinzip, in der wir uns befinden. Und die ist weitaus mehr, kann ich euch sagen, als das, was wir sehen, anfassen können und was wir, ja, worum wir jeden Tag kämpfen, sage ich mal. Ne? Und das, glaube ich, wird in der neuen Welt halt nicht so sein, dass wir diesen Kampf, diesen Mangel, der uns suggeriert wird, ständig auszugleichen, dass wir den nicht mehr haben werden. Und dass uns das viel freier macht, damit wir aufsteigen können. Aber das, gehe ich beim nächsten Mal ein. Das erkläre ich dann genau. Ja, dann wünsche ich euch schon mal einen schönen Abend oder einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr es hört. Und dann mache ich jetzt erstmal hier einen Cut und einen Schluss. Und ja, dann bis zum nächsten Mal und gehabt euch wohl.